Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Ich bin der Neflator und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen mit Aloy jetzt nach Rost suchen, denn der ist irgendwie weg. Schauen wir mal, wo Rost ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Und wir wissen ja, wir müssen ein bisschen Zeug einsammeln. Unser Medizinbeutel scheint aber auch voll zu sein. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Feuerbrennwurzel haben wir eingesteckt. Da ist noch mehr von dem Holz für die Pfeile. Ah, da oben steht er. Was macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Aloy, du bist hier. Okay, wir haben hier wieder die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ich würde mal aufs Herz gehen und ihn fragen, ob alles in Ordnung ist. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Oha. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Okay. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Okay, dann würde ich jetzt fragen, noch was? Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh. Die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Ist sonst noch was mit dir? Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Oi. Okay. Ich hole die Teile. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy... Dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Okay, Leute, damit haben wir die kauzige Greta als Quest bekommen, als Aufgabe. Und die Spitze des Speers, rede mit Cast und Feisch um eine Stolperfalle. Und dann haben wir noch Stelle Feuerpfeile her. Dafür brauchen wir Lohebehälter und Metallscherben. Genau. Dann zeige ich euch noch was. Und zwar haben wir hier eine Karte. Und da sieht man schon, hier hinten ist die Hütte von Aloy und Rost. Oh, kann auch hier runter gehen. Das werden wir auch irgendwann mal ausprobieren. Da oben ist das nächste Lagerfeuer. Und hier ist Mutterherz. Wir sollen uns also irgendwo hier dann am Tor vielleicht noch mit... Oder war das woanders? Ich weiß nicht. Was ist das hier? Ah ja, die kauzige Grata ist hier. Da oben haben wir auch noch eins. Mutterwacht. Und hier sollen wir die Sachen jagen. Das machen wir auch direkt, Leute. Auf geht's. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich.
finde irgendwie, dass die Anzeige hier ein bisschen, ich guck mal, ob man das vielleicht in den Einstellungen noch anders machen kann. Grafik vielleicht. Nee, dass es ziemlich groß ist, da die Anzeige mit die Spitze des Speers. Dass das ziemlich viel vom Bildschirm auch überdeckt. Aber gut, kommen wir klar damit. Entdecke ein Lagerfeuer, indem du nahe herangehst und schalte so einen neuen Schnellreisepunkt frei. Entzünde das Lagerfeuer zum Speichern mit. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Jo, wir speichern mal schnell an diesem Lagerfeuer. Und machen uns auf ins Tal. Mutterherz. Noch zwei Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Wir sollen ja auch noch für die Greta Fleisch suchen. Anna, da guck an. Da gibt uns der Fokus, sogar ohne dass wir ihn aktiviert haben, Informationen. Kriegen wir Fleisch her? Wir haben ja in dem Video am Anfang Tiere auch gesehen. Also muss es hier Tiere geben. Und oh Gott, das sind Wächter, Leute. Da sind Wächter. Ich glaube, wir schleichen uns von oben aus an. Gemerkt? Ah, das hat er nicht gemerkt. So, jetzt probieren wir mal diesen heftigen Angriff, den der Rost schon mal gemacht hat. Ob wir das auch können. Anscheinend nicht. Aber der Speer ist auch sehr mächtig. Und zack, mit einem Schuss. Sehr gut. Die Metallteile haben wir schon mal. Da drüben ist scheinbar auch nochmal eine Quest. Das Lagerfeuer noch. Ah, das ist ein Tier. Das müssen wir jagen. Können wir das uns irgendwie markieren? Sehr gut. Na? So, wir haben es markiert. Dann gucken wir mal, ob wir es vielleicht gleich treffen können. Yes! Treffer. Gibt es Fleisch? Naschbär. Ja, reichhaltiges Fleisch. Ein Wildschwein. Oha. Und ein Hase.
Hat es den erledigt? Ich glaube schon, oder? Oder ist sogar was Blaues drin? Hier ist Olara, deine Schwester! Kaninchenhaut. Mmm, sagt Aloy. Erledigt. Auch erledigt. Super. Mensch. Da ist aber irgendwas. Oh, Leute, was ist das? Rom, kannst du mich hören? Da hat er uns tatsächlich gekillt. Oh Mann. Ja, ist gar nicht so einfach. Also diese Wächter sind eine Sache, aber hier, die sind da schon eine andere Nummer. Hätte ich nicht gedacht, dass der uns erwischt. Aber so schnell kann es gehen, Leute. Müssen wir schon aufpassen. Oh, wir sind natürlich wieder bei dem Feuer oben und haben... das ganze Fleisch, das wir gesucht haben, gefunden haben, haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Na gut. Passen wir einfach mal ein bisschen besser auf auch. Bevor wir da gefallen sind, haben wir die ein bisschen, ja, heimlicher gekillt. Aber so geht's auch. Vielleicht gehen wir mal darüber und nicht gleich zu diesen gefährlichen. Da haben wir Läufer. Willst du nicht helfen? Wegbomben! Zack! Den hätten wir. Sondern wer schreit da nach Hilfe? Willst du nicht helfen? Hallo? Mit Tok. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Okay. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Warum ich, würden wir niemals fragen. Deine Tochter? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Oha. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena,
meiner Frau, die letztes Jahr starb. Okay. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Mutters Wiege. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Ja, ich helfe Arana, wenn ich kann. Ich tue, was ich kann, für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Ja, die Lippensynchro ist nicht so super gut, muss ich sagen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir es auf Englisch spielen müssten. Dann wird es vielleicht passen. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Hier ist wieder ein Lagerfeuer. Das nutzen wir natürlich für eine Schnellspeicherung. Und die roten Pflanzen geben uns oben unter unserem Gesundheitsbalken. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Erwischt. Erwischt. Oh, da gibt es sogar was Blaues. Wieder. Tierzahntalisman. Okay, ist ein Rohstoff. Nehmen wir natürlich mit. Keine Frage. Was ist das? Wildschwein, okay. Oh, das werden wir vielleicht nicht mit einem Schuss erledigen. Die sind ja doch ein bisschen... Oh ja, da müssen wir mehrmals drauf holzen. Ich könnte jetzt echt etwas Munition Jetzt haben wir's. Jawohl. Wildschwein. Oh, das gibt richtig viel. Schaut mal. Fettes Fleisch. Wieder Läufer und noch ein Wildschwein. Ah, das hat sich zu schnell. Da waren wir zu hastig unterwegs. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Oh Gott, sind das viele. Lauft halt nicht weg. Aber das haben wir gut gemacht. Da haben wir gut was weggeballert jetzt. Da ist was Grünes drin. Oh. Plus 5 Spulenschaden. Oh, eine Modifikation, Leute. Echter Herz noch. Hält sich. Oh, den kriegen wir nicht mehr. Der ist irgendwie... Schade. Erwischt. Und sie steckt in der Klemme. Oh, was? Wie? Hilfe! Da drüben. Oha. Oh, hilf mir doch jemand! Ich sitz hier fest. Ja, Moment. Oh, hilf mir doch jemand!
ist es denn? Wo denn? Ich brauche Hilfe! Ich kann nicht runter! Mir ist gerade nicht so ganz klar, wo der Punkt ist, wo sie schreit. Ich sitze hier fest! Ja, wo bist du denn? Quests aktiv. Neben Fußstapfen ihrer Mutter. Wenn wir das aktivieren, sehen wir es dann. Oh, hilf mir doch jemand! Scheinbar da drüben, ja. Ich sitze hier fest! Ah, da oben. Wir helfen dir natürlich. Oh. Ich sehe nichts. Erledigt. Danke, dass du mich von diesen Maschinen gerettet hast. So, dann gehen wir mal zu der hin. Wo ist sie denn? Kann ich kurz mit dir reden? Na klar. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Der Speer. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater? Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Wächter. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ich suche nach deinem Speer. Ich suche dein Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Doch? Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Ja, Leute. Untersuche das Gebiet mit deinem Fokus. Also sollen wir hier jetzt irgendwie nach dem Fokus... Was haben wir denn hier? Ruinen, Leute. Da ist auch ein Lagerfeuer, das werden wir jetzt auch gleich mal probieren bzw. verwenden, um schnell zu speichern. Und jetzt suchen wir mal hier mit dem Fokus, wie wir sollen, das Gebiet ab. Da sind auf jeden Fall Spuren zu sehen. Wir markieren die Spuren und können dem jetzt so folgen. Da drüben ist auch ein Wildschwein, aber das ist hinter dem Stein. Aber da müssen wir auch hin. Ohne Munition bringen wir die Waffe gar nicht. Yes, haben wir es erwischt. Und folgen auch immer noch der Spur. Oh, da drüben sind wieder. Im Regen sieht alles gleich viel bedrohlicher aus.
Stufe 4 erreicht, Leute. Wir könnten auch mal skillen. Haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Holz brauchen wir auf jeden Fall mal wieder. Ha, sehr nützlich. Und es schief aus Eimern. Jetzt nicht das beste Wetter. Haben wir es erwischt? Yes. Können wir zwar grüßen, aber wir können nicht erwarten von denen. Wir sind hier schließlich eine Ausgestoßene, irgendeine Antwort zu bekommen. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. So, wir sollen jetzt hier die Feuerpfeile auswählen und Feuerpfeile herstellen. Und wir können 10 herstellen. Und dann brauchen wir nur noch die Stolperfalle bei Karst kaufen. Jetzt ist die Frage, da kamen wir ja her, oder? Folge den Plünderer. Da sind noch mehr Spuren. Alles klar. Weiter hinterher. Das Wetter ist auch wieder besser. Mutters Wiege. Mal den Feuerpfeil ausprobieren. Oh, der tut den aber echt wenig. Das hält sich eine Weile. Geht ganz schön lang, die Spur. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Also ab ins Wasser. Auf jeden Fall wieder die Spur. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Karst zu kaufen. Ja, aber zuerst fangen wir doch mal hier diesen Plünderer, der den Speer geklaut hat. Da ist ein Feuer, Leute. Speichern wir eben. Oh, da geht's jetzt ganz schön nach oben auch. Und da oben steht auch ein Plünderer. So, jetzt hole ich mir den Speer. Treffer! Und, kommst du runter? Oh nein.
Da ist noch einer. Den auch erwischt. Super. Und wir haben Modifikationen und lauter Zeug bekommen. Genial. Und da ist Aranas Speer. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Da oben ist dann noch der andere Wächter. Na, das läuft doch. So, dann gehe ich jetzt mal zum Lagerfeuer, Leute. Wir sind am Ende dieser Folge leider schon wieder angekommen. Aber ich möchte mit euch noch kurz reingucken auf Fähigkeiten, was man so machen kann. Also wir haben hier 4 Kategorien. Jäger, Krieger, Sammler und Reisender. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal gucken, was wir da skillen werden. Ich werde mir das alles ein bisschen überlegen und anschauen. Und am Anfang der nächsten Folge werde ich euch dann zeigen, was wir skillen. Und genau, könnt ihr euch darauf freuen. Und ich speichere manuell. So, neuen Spielstand. So, ja, war eine coole Folge. Wir sind doch recht gut, auch Treffsicherheit ist passt soweit, finde ich, und so. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und falls ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, so würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr einfach wieder zur nächsten Folge einschaltet. Und bis dahin, sage ich mal, euer Neflatur. Bis dann.